Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir sind im Nebenquest, dass Orison zu Priesterin Seranon zurückkehren, weil wir sollen ja hier die Amphoren zurückbringen oder das Wasser, was sie halt haben wollte. Und das machen wir jetzt mal. Wo ist sie denn da? Bitte, deine Amphoren. Die Amphore ist voll? Gut, ich werde sie einstweilen verwahren. Die Amphore. Ihr habt also gesehen, was Bayala Tirin sah und seid gegangen, wo sie einst ging. Höret nun, was unsere Prophetin uns lehrte. Aus dem eisigen Norden führte sie unsere Vorfahren über die Ebenen zum Schneeschmelzpass. Dort versprach sie, dass alle einen Platz finden würden. Bitte erläutert das. An der Schneeschmelzquelle hoch über dem Meer wandten sie sich um, die fernen Strände zu schauen, die sie verlassen hatten. Und ihre Herzen wurden schwer. Doch Bayala Tirin tröstete sie. Vergesst, was zurückliegt, sprach sie. Wir ziehen in eine neue Heimat, in der jeder einen Platz haben wird. Schließlich erreichten sie die Becken der Galafor-Ebene. Und sie lehrte sie, dass Lyrias Gnade sei, wie die Wasser, die sie umgaben. Bitte erläutert das. Einige traten nun an das Wasser, um zu trinken und zu baden. Doch jene, die abseits standen, gerieten in Streit mit den Badenden. Das erzürnte Bayala Tirin. Und so sprach sie zu ihren Kindern, dass für die Quelle dasselbe gelte wie für Lyrias Segen, der jeden Mann und jede Frau gleichermaßen erreicht. Von der Quelle zogen sie weiter nach Osten, bis sie die Klippen erreichten und diese Nadel erblickten. Dort lehrte Tirin uns die drei Gaben. Bitte erläutert das? Jedes Kind in Rathir kennt die drei Gaben. Obdach, Segen und Hoffnung. Wer in Lyrias Stadt kommt, wird Obdach finden. Dieser Tempel gewährt jedem Besucher Lyrias Segen und das Orison. Und wir alle hoffen auf bessere Zeiten. Nun wisst ihr alles, was ihr wissen müsst. Ihr seid bereit für die zweite Aufgabe. Ach was, was ist denn die zweite Aufgabe? Dienst. Jeder, der nach dem Orison strebt, muss Lyria dienen, indem er ihrem Volk dient. In eurem Fall einem Mann namens Noer in den unteren Stollen. Tag und Nacht beschmutzt er Lyrias Namen mit Unwahrheiten, weckt vor meinen Kindern Zweifel an seinen Worten, verjagt den Ketzer. Verlasst euch dabei auf die Lehren der Reise. Soll ich sie noch einmal wiederholen? Nee. Gut, dann geht und tut Lyrias Werk. Wenn ihr zunächst scheitert, seid beharrlich. Das Ding ist... Haltet in den unteren Stollen Ausschau nach Noer. Muss Noer in Verruf bringen? Er dürfte nicht schwer zu finden sein. Genau das ist meine Frage. Warum muss ich den... Also ich meine... Ja, geht in die unteren Stollen dieser Stadt, in denen er seine Lügen predigt. Fordert ihn heraus. Straft ihn Lügen, demütigt ihn und jagt ihn fort. Ich denke, die Lehren der Reise werden euch dabei helfen. Wollt ihr sie noch einmal hören? Nein. Gut. Wenn ihr zunächst scheitert, seid beharrlich. Weiß nicht, find das irgendwie so zu religiös gerade. Und erläutert das doch bitte nochmal. Und das erläutert ihr bitte auch nochmal. Und das und das und das. Ich verstehe ja gar nichts. Erläutert das. Ja, weiß ich nicht. Mag das halt nicht. Das ist so... Soll ich jetzt jemanden töten, nur weil er halt die Stadtwache eine andere Meinung ist? Ich weiß nicht. Mag sowas nicht. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen wahnwitzig dann immer. Ja, da ist ein Ketzer, straft den Lügen, demütigt den. Was ist das denn? Ist auch ein bisschen übertrieben, finde ich. Studenten der Magie, Meister der Zauber. So, da sind wir wieder in den unteren Stollen angelangt. Hier waren wir schon mal, ist schon lange her. Hier, wo so die ärmeren Leute eigentlich eher wohnen. Aber mal gucken, vielleicht erzählt er ja auch irgendwas. Hier sind die ganzen Leute. Jene, die nicht in Häusern schlafen können, schlafen da eben. Ist er. Die wir schwach und glücklos sind, wurden von der Göttin verflucht. Sieh an, eine der Gesegneten. Sagt mir, Oberflächlerin, könnt ihr mir ehrlich sagen, dass Lyria euch nicht mehr liebt als uns? Warum sonst sollte sie einige glückliche Seelen auf die Nadel in ihren Tempel rufen, während sie uns hier versauern lässt? Sind eure Füße gefesselt?
Was? Ketten? Ich bin aus freien Stücken hier, um zu lehren. Ich meine, Unglück und Armut haben mich hierher gebracht. Ihr verdreht meine Worte, verdammt! Wenn ihr so schlau seid, dann sagt mir, ist unser Schicksal nicht vorherbestimmt? Hat Lyria uns nicht hier unten eingesperrt? Was wisst ihr über das Schicksal? Was habe ich denn getan? Was zum Teufel? Ihr seid eine Rotznäsige! Seht sie euch an! Sie täuschen euch, sie! Vergebt mir, meine Freunde. Aber ihr streitet es nicht ab? Ihr gebt zu, dass Lyria uns leiden lässt? Dass sie uns nichts gab, außer diesen feuchten Höhlen und ein paar Münzen? Was ist das für ein Unsinn? Ihr wagt es? Was? Lacht mich nicht aus! Immerhin, ich meine, Freunde, ich habe vorschnell gesprochen. Diese Teufelin verdreht meine Worte. Spart euch euer dummes Grinsen. Ich kann es sehen. Ich sage die Wahrheit und ihr lächelt? Ihr lacht über mich? Schön. Bleibt meinetwegen Schafe. Bleibt in eurem Pferch. Ihr seid gefangene Schafe. Bleibt in euren Käfigen. Okay, der ist, glaube ich, noch mehr durch irgendwie als sie. Ja. War irgendwie eine merkwürdige Unterhaltung, dann... Ja, hier latscht er gerade lang. Stapft er denn jetzt hin? Macht er sie jetzt fertig? Jene, die nicht in Häusern schlafen... Ich geh da jetzt hin! Zu der Lyria-Tante. Mach ich fertig. Mich hier unten versauern zu lassen. Merkwürdiges Gerede. So, wir laufen mal wieder. Kennen wir ja schon. Oh, mach doch mal Platz hier. Schönen guten Tag. Oh, ich bin falsch gelaufen. Kuriosität. Talismane. Mächtige Gegenstände. So, ab in die Oberstadt. Dann sind wir auch gleich wieder da. Ich wollte eigentlich in diesem Part noch viel mehr machen. Und jetzt ist das wieder so ein Aufgabenkram. So, Aufgabe 1, 2 und 3. Naja, komm, kriegen wir hin. Was man angefangen hat, soll man ja auch beenden. Gucken, was sie dazu sagt. Ich habe von euren Taten gehört. Ihr habt unseren Glauben und Ratiers Ansehen bewundernswert verteidigt. Eure letzte Aufgabe wartet. Nicht weit von hier. Sie steht sogar genau vor mir. Es ist die Schenkung. Und ihr seid es, die etwas schenkt. Wenn ihr bereit seid, sagt es mir. Ich bin bereit für die Schenkung. Zuerst müsst ihr wählen. Gebt ihr die Weisheit auf, die ihr erlangt habt? Opfert ihr eine magische Gemme von höchster Reinheit? Oder gebt ihr eine nennenswerte Summe Gold? Habt ihr verstanden? Ja, etwas von mir verschenken? Ja, ein Teil eurer Erfahrung, dargebracht als Opfer für Lyria. Das war die ursprüngliche Schenkung. Und das ist es, was sie noch heute am meisten erfreut. Eine magische Gemme? Gemmen sind pure Magie, das perfekte Geschenk für unsere Göttin. Legt eine epische Gemme in diese Zeremonienfigur, um sie dem Orison zu opfern. Da müsste ich noch welche haben, die ich eh nicht brauche, glaube ich. Eine Summe Gold? Kommt es euch ordinär oder belanglos vor? Die Magie ist es, die unsere Welt antreibt. Und Gold ist eine Art von Magie in den Köpfen der Sterblichen. Natürlich ist es in Lyrias Augen sehr schwierig, den Wert der beiden anderen zu erkennen. Ja, und ich bin bereit, ich brauche noch was Zeit. Natürlich. Ja, ja. Dann muss ich mal jetzt gucken. Schleppe ich zufällig sogar welche mit mir rum? Muss ich mal gucken. Gegenstände. Das sind ja diese anderen Gemmen. Ja, seltsamer grüner Stein. Hier haben wir unseren ganzen Bücherkram. Ich glaube, wenn ich Gemmen hätte, dann wären die schon gekommen. Oder sind die unten? Nee, ich glaube, die sind... Dann wären die schon gewesen. Das heißt, ich muss eigentlich... Einmal raus, einmal nach Hause und eine epische Gemme besorgen. Ich glaube, ich kann hier aber wieder nicht reisen, ne? Doch, kann ich sogar, super. Ja, dann gehe ich mal kurz in den Netzwald nach Hause und gucken wir mal, was wir so für epische Gemmen haben, die wir verschenken können. Weil, sollte ja nicht so schwer sein. Ich könnte auch Gold geben, haben wir auch einiges bestimmt. Ich kann auch was verkaufen. Und
Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, trage ich auch eine andere Rüstung. Ich habe mal geguckt gehabt, was so von der Rüstung her. Ich trage gerade Magnons Rüstung und auch Magnons Gamaschen. Sieht ganz cool eigentlich aus. Also sehr wuchtig natürlich, im Gegensatz zu dem, was ich vorhatte. Das Outfit vorher gefällt mir besser, aber ich wollte unbedingt mal halt endlich mal goldene Setteile anziehen, sobald ich kann. Sobald die Macht halt aufsteigt, kann ich Sachen auch tragen. Alles, was von dem almanischen Kriegsherrn Magnon bleibt, ist die Rüstung, die seiner Leiche ausgezogen und anschließend von Feinden von grausamer Tyrannei getragen wurde. Das so dazu. Und man sieht auch, dass das so kleidungstechnisch zueinander passt, die Gamaschen zum Oberteil. Das ist ganz toll. Aber, naja, alles haben wir davon noch nicht und ich habe bisher kaum, bis auf das Haus der Balladen-Set, kaum was vollständig gekriegt. Echt schade. Bei all den Set-Teilen, die ich eigentlich schon habe. So, jetzt, wir sind beim Nehmen. Nicht beim Verstauen, bitte, genau. Und dann gehe ich jetzt mal hier runter. Warte, ich benutze mal meine Maus ausnahmsweise. Und da sind sie. Gemme der Überlegenheit. Die nehme ich mal alle mit und guck mal, ja, welche darf es denn dann sein am Ende? Weil ich glaube nicht, dass ich alle davon noch brauchen werde. So, das sind epische Gemme. Jetzt gucken wir die uns mal an. Hier haben wir sie schon. 20% Rüstung. Goldbeute. Guck mal, sowas brauchen wir doch gar nicht. Plus 1 auf die ersten 2 Ränge freigeschalteter Macht, Raffinesse und Zauberfähigkeiten und Erfahrungsbonus. Ich nehme mal das mit dem Gold. Das ist mir nicht so wichtig. Gold kriegen wir auch so zwischendurch. Das packen wir mal. Oh Gott, nein. Nicht zum Plunder. Das war jetzt doof. Aus Plunder. So. So. Jetzt will ich wieder was verstauen. Und zwar die Gemme, die wir gerade eingesammelt haben. Das ist ja immer ein Hin und Her hier. Wo sind sie denn da? So. So. Ich hoffe, die Gemme des Reichtums ist das, die ich behalte. Ist das jetzt die richtige? Ja, okay. Die bringen wir jetzt mal weg. Und schenken die ihr. Das ist doch eigentlich ganz praktisch. So, dann haben wir das damit schon erledigt. Für Lyria, unserer heiligen, gesegneten Weisheitsgöttin oder so. Das machen wir doch gerne. Quasi 2 in einem. Sie kriegt Gold und die Gemme. Ha? Sind wir nicht brav? Brav, gläubig? Stadtwache, Talismane, mächtige Gegenstände. Und recht schnell sind wir sogar hier wieder. In der Oberstadt, sehr, sehr schön. Sehr schön. So, jetzt habe ich das dann hoffentlich auch erledigt. Also hat sie mich angesehen und gesagt, wenn das eine Kriegsverletzung ist. Sie immer sabbeln, die Leute. Ja. Guck, was wir gleich noch machen, Schönes. Der Elon spricht, der Orbokant herrscht. Ich würde sagen, wir kümmern uns danach wieder um Tills Bücher. Hatte ich ja schon vorgeschlagen, das eine Mal. So. Die letzte Aufgabe des Orisons ist die Schenkung. Seid ihr dazu? Ja. Zuerst müsst ihr wählen. Habt ihr verstanden? Ja, und ich bin bereit zu schenken. Ausgezeichnet. Sagt mir, wofür entscheidet ihr euch? Ich schenke mich. Ich bin nicht bereit. Wie, ich schenke mich? Wie? Ich hab doch jetzt extra die Gemme geholt. Ich schenke mich. 10% Erfahrung. Warum? Ich will das nicht. Ich bin nicht bereit. Ich will ihr die Gemme geben. Und nicht so viel Geld. Ja, dann kriegst du ja 10% Erfahrung. Wahrscheinlich kriegt sie am Ende sogar mehr. Dann empfange ich, die Priesterin dieses Tempels, im Namen von Lyrias Licht und Tirins Lehre, euer Geschenk und beschließe damit das Orison. Ihr habt die Pfade unserer Vorväter beschritten, die Worte unserer Propheten gesprochen und etwas von euch aufgegeben. Lyria behüte euch. Lyria leite euch. Möge ihr Segen mit euch sein. Warum konnte ich ihr jetzt nicht die blöde Gemme geben? Schicksal auflösen. Ja. Toll. Was soll denn das? Das war gute Arbeit. Ihr könnt stolz auf euch sein. Bin ich aber nicht. Ich finde das doof. Wollt ihr dir die Gemme geben? Ich bin jetzt extra nochmal nach Hause und so und hab die geholt. Oh, ey, ich verstehe das hier manchmal nicht. Ne? Ich glaube, habe ich da was falsch verstanden? Nee. Hallo, was kann ich für euch tun? Die verlorenen Relikte. Ja, ja, genau, da war was. Die meisten wurden in die Festungen gehabt euch wohl. Wenn ich welche finden sollte, dann wissen wir ja, wo wir sie abgeben können. So, Quest, ich will mich wieder ablenken. Jetzt habe ich ja auch noch meine Erfahrungen aufgegeben für den Blödsinn hier. Naja, toll. Wo sind hier Aufgaben? Till, wo bist du?
Till. Hier habe ich eine Menge Aufgaben. Und dann haben wir auch das noch. Eigentlich müssten wir auch machen. Ja, warte mal, dann müssen wir das zuerst machen. Und dann kommt Till. Dann kommt Till, Leute. Die Stadtwache. Wo soll ich denn jetzt eigentlich hin? Soll ich ganz woanders hin? Ja, ich soll hier hin. Gehen wir hier mal hin. Und dann lese ich das nochmal vor, was wir jetzt hier eigentlich gerade machen. Und dann kommt Till. Till und seine Bücher. So, wir sollen... Telemachus Rasp, ein Lehrer der Scholia Arcana, hat mich gebeten, ins Zwielicht gestreuen Akata zu reisen, um eine Benshen-Priesterin zu töten. Die Initianten der Scholia Arcana attackiert, die das Verlies besuchen. Okay. Dann gehen wir da mal rein und töten die, damit hier auch ein bisschen Action reinkommt. Kriegen wir hin. Tada. So, geht wieder los hier. Da kommt schon der nächste angelaufen. Ah, ja, ja. Da sind wieder die schönen Blumen. Ging ja schnell. So, dann haben wir hier noch ein Versteck. Was haben wir hier so? Oh, das nehmen wir mal alles mit, die Scherben. Na? Geht zur Seite, Mädel. Und dann ist hier noch ein Schatz. Ganz schön viele Scherben hier, muss ich sagen. Echt viele Scherben. Also falls man mal welche gebraucht hätte. Nehmen wir auch mit den Tragen. Kann nicht schaden. Und dann hier, da hinten. Da auf dem Haufen sind sie alle. Ja, hat leider nicht geklappt. So. Weg ist das Vieh. Hier ist noch ein Schatz. Oh, jetzt habe ich das Schattenprisma-Dings eingesammelt. Brauche ich eigentlich gar nicht. Macht aber nichts. Oh, und da ist noch ein Bann-Ding. Bums. Hier. Machen wir, weil das so Spaß macht. Aha. So. Nehmen wir alles mit. Gucken wir uns dann an. Jetzt gehen wir erstmal wieder raus. Das ging ja sehr, sehr schnell. Hörst du mal auf, mich hier von der Seite an zu beißen, du fiese Pflanze? Echt jetzt, Mann. Wo kommen die eigentlich schon wieder her? Voll merkwürdig. Wir hatten doch eigentlich alle besiegt. So. Weiter, 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 weiter. Hier geht's raus. Sehr schön. Geschafft. So, jetzt wieder zurück und Bescheid sagen, dass wir das gemacht haben. Natürlich in Rat hier. Und natürlich dürfen wir jetzt wieder in die Oberstadt laufen. Das machen wir auch total gerne. Warum kann man da nicht schneller hinreisen? Allerlei Tant, Schmuck, Süßigkeiten. Ein Gebet für unsere Truppen. Talismane, mächtige Gegenstände.
So, diesmal sollen wir aber hier langlaufen. Nämlich in die Schulia Arcana zurück. Achtet auf euer Verhalten. Mach ich? Jawohl. Und dann haben wir das auch erledigt. Unglaublich, was wir immer alles erledigt kriegen. Aber das ist auch eigentlich der Standard. Die zwei Quests dann immer doch zu schaffen in einem Part. Wobei ich sagen muss, da muss man sich schon immer beeilen. Vor allem mit der Lauferei hier. Wenn ich nicht immer mal Schnellreise machen würde, es würde ja ewig dauern. Oh. So, da oben ist er. Eure Untersuchung war also erfolgreich. Hier, das ist für Reisekosten und andere Spesen. Okay, möchtest du noch mal was machen? Sagen meine ich, und dann hören wir auf. Ich überwache die Ausbildung der Initianten hier im Kapitel Ratil. Verteidigung hauptsächlich, um sie zu schützen, während sie Forschungen anstellen oder auf Expeditionen sind. Die Magie erreicht alle Völker. Wenn wir ihre Begrenzungen und Stärken nicht kennen, stehen uns düstere Zeiten bevor. Uns in Ratir niederzulassen hat einige Vorteile. Die Ebenen sind eine der magischsten Gegenden dieser Lande. Und wir stehen unter dem besonderen Schutz der Orbokanten, der Herrscher von Ratir, welche die Erforschung der Magie fördern. Gut, dann haben wir das ja auch schon wieder erledigt. So, und jetzt dann aber geht's los hier mit Till. Wenn ich mal wüsste, wo sein Kram ist. Mit dem längst überfällig. Hier. Bücher gefunden, 6 von 10. Darum kümmern wir uns im nächsten Part von Kingdoms of Amalur: Reckoning. Bis dann.